Unsere Bergtour durch Südtirol beginnt in der Urlaubsstadt Brixen im Herzen der Dolomiten auf einer Höhe von 600 Metern über dem Meeresspiegel. Von hier aus fahren wir mit dem Bus 2 Kilometer zur Talstation Kreuztal, welcher auf 1060 Metern gelegen ist. Nun fahren wir 2,5 Kilometer den Berg hinauf bis zur Bergstation, die auf 2050 Metern liegt. Von dort aus geht es weitere 6,5 Kilometer leicht bergauf bis zum höchsten Punkt, der auf 2325 Metern liegt. Bei Kilometer 11 geht es wieder den Berg hinab zum Würzjoch, welches auf 1780 Metern gelegen ist. Der Abstieg ist 4,5 Kilometer lang. Hier beginnt ein anstrengender Teil der Tour. Wir legen 570 Höhenmeter auf einer Strecke von 3,5 Kilometern zurück, um zur Peitlerscharte zu gelangen. Von dort aus geht es relativ eben über 6 Kilometer zum Fuß der Rohrscharte. Der Abschnitt, der jetzt kommt, ist der anspruchsvollste unserer ganzen Tour. Auf 1,5 Kilometern gewinnen wir 270 Höhenmeter über Felsen und Geröll. Geschafft! Nun steigen wir auf 5,5 Kilometer hinab zur Treuerhütte, die auf 2275 Metern liegt. Hier werden wir die Nacht verbringen. Am darauffolgenden Tag steigen wir über 2 Kilometer noch 175 Meter hinauf zur Segeda Bergstation. Hier fahren wir mit dem Lift 4,5 Kilometer bergab zur 1280 Meter hochgelegenen Talstation der Segeda. Hier endet unsere Tour durch die Dolomiten. Wir hoffen, dass sie euch Spaß gemacht hat.